Ja, wer die Zeitung liest, liest auch immer wieder über Fälle von Entlassungen. Neulich oder ganz aktuell geht es um die Realkette, die auch Mitarbeiter entlassen möchte. Und deswegen möchte ich heute in meinem heutigen Video euch mal ein paar Basic-Informationen darüber vermitteln, wann darf eigentlich ein Arbeitgeber kündigen? Was kann man als Arbeitnehmer dagegen tun? Ja, hallo, mein Name ist Renate Schmid. Ich bin Rechtsanwältin in der Kanzlei Wildeborger und Solmecke und bearbeite dort vorrangig die Gebiete Medienrecht, Presserecht und Arbeitsrecht. Ja, in meinem heutigen Video erzähle ich euch Grundlagen über das Kündigungsrecht. Wann kann ein Arbeitgeber kündigen? Wie kann sich ein Arbeitnehmer dagegen wehren? Wer sich schon mal von seinem Freund oder seiner Freundin getrennt hat, der wird wissen, dass Gehen meistens einfacher ist als gegangen werden. Und so ist es im Arbeitsrecht auch. Es ist in der Regel immer einfacher zu kündigen, als eben gekündigt zu werden. Was ist zu prüfen erstmal, wenn man kündigen möchte, also auch wenn ihr selber kündigen möchtet, aber was muss natürlich auch ein Arbeitgeber zunächst mal prüfen? Er muss erstmal prüfen, wie ist überhaupt die Kündigungsfrist? Die muss er ja auf jeden Fall einhalten. Die müsst auch ihr als Arbeitnehmer einhalten, wenn ihr euren Arbeitsvertrag kündigen möchtet. Die Kündigungsfristen, die sind grundsätzlich im BGB, das ist das Bürgerliche Gesetzbuch, geregelt und dort in dem Paragraphen 622. Da würde ich euch jetzt gerne mal ein paar vorstellen. Die grundsätzliche Kündigungsfrist beträgt, da gucke ich jetzt mal rein, damit ich euch nichts Falsches sage, 4 Wochen zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats. Also Beispiel, ihr sagt heute, ich möchte kündigen und ihr habt diese regelmäßige Kündigungsfrist, dann heute ist der 14., müsstet ihr bis 15. Februar gekündigt haben oder eben bis Ende Februar. Das ist die grundsätzliche Kündigungsfrist. Jetzt ist es aber so, dass sich die Kündigungsfristen verlängern, je länger das Arbeitsverhältnis bestanden hat. Auch da gebe ich euch gerne mal ein paar Beispiele. Hat zum Beispiel euer Arbeitsverhältnis schon 2 Jahre bestanden, dann verlängert sich die Kündigungsfrist um einen Monat zum Ende eines Kalendermonats. Also könnt ihr immer nur zum Ende des Kalendermonats kündigen und nicht zum 15. Hat das Arbeitsverhältnis schon 5 Jahre bestanden, dann sind es 2 Monate zum Ende eines Kalendermonats. Und so gibt es jetzt verschiedene Stufen im Gesetz, 8 Jahre, 10 Jahre, 12, 15. Nur so als Beispiel, wenn ein Arbeitsverhältnis 20 Jahre bestanden hat, dann verlängert sich die Kündigungsfrist auf 7 Monate zum Ende des Kalendermonats. Das ist also schon mal ganz wichtig zu wissen. Dann muss man auch noch wissen, was die Kündigungsfristen angeht, dass es manchmal tarifvertragliche Regelungen gibt, die andere Kündigungsfristen vorsehen. Also immer noch mal checken, gibt es einen Tarifvertrag, der da was anderes regelt. Dann haben wir noch, das gehört auch noch dazu, die Probefrist, wenn ich, oder die Probezeit, wenn ich in einer Probezeit bin, dann gelten ganz viel kürzere Kündigungsfristen. Und zwar ist das eine Kündigungsfrist von 2 Wochen. Nächster ganz wichtiger Punkt bei einer Kündigung, sie muss immer schriftlich erfolgen. Das darf nicht vergessen werden, sonst ist sie nämlich unwirksam. Die nächste Frage, die sich jetzt an dieser Stelle aber stellt, gilt denn eigentlich das Kündigungsschutzgesetz? Da haben viele von euch sicherlich davon auch schon mal gehört. Und das Kündigungsschutzgesetz, da wollte ich jetzt mal näher drauf eingehen, denn da müssen wir uns ja erstmal fragen, wie groß ist der Betrieb? Mal ganz kurz zur Historie des Kündigungsschutzgesetzes. Seit wann gibt es das überhaupt? Es wurde 1951, trat es in Kraft und wurde natürlich mehrfach überarbeitet und aktualisiert. Was ist der Zweck des Kündigungsschutzgesetzes? Es soll die Arbeitnehmer vor willkürlichen und sozial ungerechtfertigten Kündigungen schützen. Der deutsche Standard im Kündigungsschutz ist ein ziemlich hoher. Und wie er im Einzelnen ausgestaltet ist, das erkläre ich euch jetzt. Das Kündigungsschutzgesetz gilt erst ab einer bestimmten
Anzahl von Beschäftigten. Es gilt nicht für den sogenannten Kleinbetrieb. Wann ist ein Betrieb ein Kleinbetrieb? Da gibt es im Gesetz zwei Fälle, die unterschieden werden. Das eine ist Einstellungen, die vor dem 31.12.2004 getätigt wurden. Da haben wir eine Schwelle von mehr als 5. Wurden diese Einstellungen nach dem 31.12.2004 getätigt, dann haben wir eine Schwelle von mehr als 10. Also man sieht schon, dass man auch als Gesetzgeber versucht hat, durch die Jahre die Kleinbetriebe hier ein bisschen aus dem Kündigungsschutz rauszunehmen, damit sie da flexibler sein können, was die Belegschaft angeht. Dann müssen wir noch überlegen, wie sieht es mit Teilzeitkräften aus? Wie werden die berechnet, wenn es um die Beschäftigtenanzahl geht? Auch dafür gibt es gesetzliche Regelungen. Bei einer Arbeitszeit von 20 Stunden werden die mit einem Faktor 0,5 angesetzt und bei einer Arbeitszeit von 30 Stunden und mehr eben mit 0,75. So kann man dann eben auch bezogen auf die Teilzeitkräfte die Beschäftigtenanzahl passgenau berechnen. Heißt das jetzt, dass für einen Kleinbetrieb überhaupt gar kein Kündigungsschutz gilt und dass ein Kleinbetrieb jetzt nach Jux und Tollerei, sage ich mal, einfach kündigen kann? Richtig ist und Fakt ist, dass die Regularien des Kündigungsschutzgesetzes, auf die ich gleich noch näher eingehe, für einen Kleinbetrieb nicht gelten. Aber auch da gibt es beim Kleinbetrieb natürlich Regeln, die einzuhalten sind. Und die Grenze von Kündigungen im Kleinbetrieb ist immer die sogenannte Sittenwidrigkeit oder ein Verstoß gegen Treue und Glauben. Das klingt jetzt natürlich wieder sehr allgemein und sehr schwammig und da hättet ihr gern ein Beispiel, das ich euch gerne gebe. Zum Beispiel darf ich auch im Kleinbetrieb keine Kündigungen aussprechen, die diskriminierend sind. Oder konkreter Fall auch mal geschehen, da hat eine Arbeitnehmerin einfach ihre Ansprüche geltend gemacht auf Urlaubserteilung oder anderer Fall wäre auch, wenn ein Arbeitnehmer seine berechtigten Ansprüche auf Überstundenabgeltung geltend macht und er würde deswegen gekündigt werden, dann in einem Kleinbetrieb, dann wäre das eine Kündigung, die gegen Treu und Glauben verstößt und damit eben auch rechtswidrig. Es gibt dann noch besondere Personengruppen, von denen ihr sicherlich auch schon gehört habt, die unter einem besonderen Schutz stehen. Das sind zum Beispiel werdende Mütter, Schwerbehinderte, Datenschutzbeauftragte, Betriebsräte, die in aller Regel nicht gekündigt werden können. Jetzt zu den Gründen oder zu den Regularien des Kündigungsschutzgesetzes. Wenn ich unter den Kündigungsschutz falle als Unternehmen, wann darf ich denn dann kündigen? Ganz wichtig, der Kündigungsschutz mit seinen Regularien tritt erst ab 6 Monaten ein. Also selbst wenn ich ein Unternehmen bin, das mehr als 10 Arbeitnehmer beschäftigt, dann hat der einzelne Arbeitnehmer erst dann einen Schutz über das Kündigungsschutzgesetz, wenn das Arbeitsverhältnis mehr als 6 Monate bestanden hat. Ist das aber der Fall und ich möchte ihn kündigen, dann normiert das Kündigungsschutzgesetz 3 Gründe, die vorliegen müssen, nicht kumulativ, also nicht alle zusammen, aber einer der Gründe muss vorliegen. Das eine sind die verhaltensbedingten Gründe, dann gibt es die personenbedingten Gründe und es gibt die betriebsbedingten Gründe. Und die schauen wir uns jetzt mal im Einzelnen genau an. Was ist ein verhaltensbedingter Grund? Ist ein bisschen selbsterklärend, das ist ein Grund, der in irgendeiner Weise mit meinem Verhalten als Arbeitnehmer zu tun hat. Und das ist auch die Kategorie der Gründe, wo in der Regel vorher eine Abmahnung erforderlich ist. Verhaltensbedingte Gründe können zum Beispiel sein, wenn ein Arbeitnehmer ständig zu spät kommt oder im Büro raucht, obwohl er das nicht darf. Ja? Verhaltensbedingter Grund kann auch sein, dass man sich selber Urlaub gibt. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Natürlich sind auch krasse verhaltensbedingte Fälle denkbar. Zum Beispiel Beleidigungen von anderen Kollegen, Beleidigungen des Arbeitgebers oder Übergriffe, extreme Fälle wie sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz sind alles
Fälle, die mit dem Verhalten zu tun haben und die eben ein Grund für eine Kündigung sein können und bei krassen Verstößen, wie zum Beispiel bei einer sexuellen Belästigung, auch ein Grund für eine außerordentliche Kündigung sein können. Jetzt habe ich schon gesagt, in der Regel stellen wir uns vor, wir haben einen Arbeitnehmer, der kommt immer morgens in der Regel 10 Minuten zu spät. Dann ist es eine Verletzung einer Pflicht aus dem Arbeitsvertrag, die der eben lautet, der muss pünktlich kommen. Dann ärgert mich das als Arbeitgeber, das erste Mal, das zweite Mal, das dritte Mal, und dann würde ich sagen, jetzt reicht es mir aber, jetzt kündige ich den. Das geht dann nicht so einfach, denn ich habe schon gesagt, in der Regel brauche ich bei einer verhaltensbedingten Kündigung, die ich aussprechen möchte, eine vorherige Abmahnung. Was heißt das? Ich muss dem Arbeitnehmer darauf hinweisen, dass sein Verhalten gegen die Pflichten des Arbeitsvertrages verstößt. Und so eine Abmahnung ist auch sehr formalisiert. Da muss ich erst sagen, was ist das Sachverhalt, also was ist wann passiert? Warum ist es eine Verletzung der arbeitsvertraglichen Pflichten? Und ganz wichtig, ich muss dann androhen, dass im Wiederholungsfalle eine Kündigung ausgesprochen werden kann. Mit dieser Abmahnung ist dann aber sozusagen dieser Sachverhalt, den ich abgemahnt habe, erstmal erledigt. Ich kann also dann nicht einfach dahergehen und sagen, so, jetzt habe ich abgemahnt, jetzt spreche ich die Kündigung aus. Nein, ich habe gesagt, im Wiederholungsfalle kann eine Kündigung erfolgen. Heißt also, wenn der Arbeitnehmer dann wieder zu spät kommt, nachdem ich ihn abgemahnt habe, dann kann ich eine Kündigung verhaltensbedingt aussprechen. Wichtig ist aber, was wir immer noch sehen müssen, dass die Kündigung immer die sogenannte Ultima Ratio ist. Das ist so ein Terminus, den muss man sich irgendwie merken. Ultima Ratio heißt im Arbeitsrecht das allerletzte Mittel. Also ich muss immer noch mal überlegen, ob ich ein milderes Mittel habe, bevor ich jemanden kündige. So, jetzt Frage an euch. Kommt immer wieder vor, dass Arbeitnehmer sich selbst beurlauben. Sie haben vielleicht einen Urlaubsantrag gestellt, der Arbeitgeber hat gesagt, das passt so nicht, weil es sind zu viele im Urlaub. Jetzt ist aber der Flug nach Mallorca oder wo immerhin auch schon gebucht und dann sagt der Arbeitnehmer, ist mir egal, ich fliege da jetzt trotzdem hin. Ist das jetzt, rechtfertigt das jetzt direkt eine außerordentliche Kündigung oder muss er erstmal abgemahnt werden? Was meint ihr? Also, ich löse es auf. Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes sagt, Selbstbeurlaubung ist eine massive Verletzung der Arbeitspflicht, denn Urlaub muss gewährt werden. Also der Arbeitgeber hat das Recht zu sagen, ob jemand in Urlaub gehen kann, denn er muss ja irgendwie abwägen, ob das in die betrieblichen Abläufe passt. Und deswegen, das Bundesarbeitsgericht hat gesagt, ist also ein nicht hinzunehmender Verstoß gegen Arbeitspflichten und deswegen ist das kann man deswegen eine außerordentliche Kündigung aussprechen und mit der Folge, dass ich auch gar nicht abmahnen muss. Wo wir schon bei der außerordentlichen Kündigung sind, was auch noch wichtig ist, wenn ich eine außerordentliche Kündigung ausspreche, also wichtig, dann ist der Maßstab, es muss eine so schwerwiegende Verletzung von arbeitsvertraglichen Pflichten vorliegen, dass die Fortsetzung dieses Arbeitsverhältnisses dem Arbeitgeber nicht mehr zugemutet werden kann. Und wenn ein solcher Fall vorliegt, dann muss ich innerhalb von 2 Wochen ab Kenntnis dieser Rechtsverletzung oder dieses Verstoßes kündigen. Wenn ich diese 2-Wochen-Frist nicht einhalte, kann ich auch nicht mehr außerordentlich kündigen. Also ihr seht schon, es gibt im Arbeitsrecht hier oder im Kündigungsrecht immer Fristen einzuhalten. Und es gibt noch eine weitere Frist, auf die ich euch nachher hinweisen möchte im Zusammenhang mit der Klageerhebung. Das war jetzt die Erläuterungen zum verhaltensbedingter Kündigung. Jetzt gehen wir mal weiter zur Kündigung wegen persönlicher Gründe. Standardfall oder Beispielfall ist eine Erkrankung, eine längere Erkrankung, auf die eine Kündigung geschützt werden kann. Sage ich jetzt aber schon mal, krankheitsbedingte Kündigungen sind relativ schwer durchzusetzen, denn sie sind auf verschiedene Kriterien zu stützen,
die alle kumulativ, also alle zusammen vorliegen müssen. Das erste ist, dass man sich fragen muss als Arbeitgeber jetzt, liegt eine sogenannte Negativprognose vor. Also heißt, ist denn zu erwarten, dass der Arbeitnehmer, der jetzt vielleicht über einen Zeitraum von 2 Jahren insgesamt ein halbes Jahr krank war, ist denn zu erwarten, dass der dauerhaft perspektivisch seine Arbeitspflichten erfüllen kann? Ich kann jetzt schon sagen, bei einem Verhältnis von einem halben Jahr zu 2 Jahren wird man sagen, dass das eine Negativprognose nicht deckt. Zweiter Punkt, der man dann danach prüfen muss, selbst wenn ich zu dem Schluss komme, dass die Negativprognose vorliegt, dann muss zusätzlich eine unzumutbare Beeinträchtigung der betrieblichen Belange des Arbeitgebers vorliegen. Und als dritten Punkt muss ich noch prüfen, ob ich kein milderes Mittel habe. Also Stichwort nochmal Ultima Ratio, Kündigung immer als letztes Mittel. Kann ich einen dauerhaft oder vielfach erkrankten Arbeitnehmer anderweitig beschäftigen und dadurch eine Kündigung umgehen? Also ihr seht schon, gar nicht so einfach. Ich habe euch mal einen Fall mitgebracht, der 2012 entschieden wurde, den ich euch mal ganz kurz vorstellen möchte, damit ihr so ein bisschen Gefühl bekommt, wann denn eine krankheitsbedingte Kündigung überhaupt mal in Frage kommen kann. Also, worum ging es? Ein Arbeitnehmer wurde in einer Suchtklinik als Ergotherapeut angestellt. Als er angestellt war, war er trocken, wurde dann aber rückfällig und erhielt Abmahnungen und auch Kündigungen, die aber wieder zurückgenommen wurden. Dann wurde er aber erneut rückfällig und dann wurden 2 Kündigungen ausgesprochen, eine außerordentliche und eine ordentliche. Die außerordentliche hat das Bundesarbeitsgericht für nicht wirksam erachtet, die ordentliche aber dann schon. Und dann haben sie, das sieht man in diesem Urteil ganz gut, auch diese ganze Abwägung und Prüfung vorgenommen, die ich euch kurz vorher erläutert habe. Sie haben gesagt, Negativprognose sei gegeben, weil der betreffende Arbeitnehmer aufgrund seines Alkoholproblems keine Gewähr dafür bieten würde, dass er die vertragliche Leistung zukünftig erbringt. Hier muss man eben sehen, er war als Ergotherapeut in einer Klinik tätig, wo er selber eben unter Umständen auch wiederum mit Patienten in Kontakt gekommen ist, die selber das gleiche Leiden haben. Und deswegen sah man hier ein erhöhtes Risiko eben auch des Rückfalls. Betriebliche Beeinträchtigung wurde geprüft, an der Stelle auch bejaht, weil es gesagt wurde, es läge eben auch eine Gefährdung der sachgerechten Behandlung der Patienten vor. Und milderes Mittel wurden ausgeschlossen, ja, weil eben eine Versetzung irgendwo anders hin nicht möglich, weil er ist ja Ergotherapeut und kann nicht einfach was anderes machen. Also war hier sicher auch ein bisschen ein spezieller Fall, aber nur, dass ihr nochmal seht, wie auch dann diese Kriterien, die ich euch genannt habe, alle so von der Rechtsprechung natürlich auch angewendet und durchgeprüft werden und wie es im Einzelfall mal ausgehen kann. Als letzten Grund, den wir im Kündigungsschutzgesetz haben, auf den Kündigungen gestützt werden können, ist die sogenannte betriebsbedingte Kündigung. Da hatte ich jetzt eingangs Beispiel Real angeführt, wo es möglicherweise zu betriebsbedingten Kündigungen kommt. Prominentes Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit ist sicherlich das Beispiel Air Berlin, wo eben die ganze Belegschaft entlassen wurde wegen Insolvenz. Andere Fälle, die weniger dramatisch sind, aber sicherlich auch oft vorkommen, ist, wenn Betriebsteile outgesourced werden und eben dann der konkrete Betriebsteil an einen externen Dienstleister geht und man die eigenen Leute dann nicht mehr benötigt. Auf einen solchen Grund kann eine betriebsbedingte Kündigung immer gestützt werden. Wobei man dann auch ganz, ganz klar sagen muss, das Gericht würde nie die unternehmerische Entscheidung prüfen, ob die jetzt richtig oder falsch ist. Also natürlich darf ich als Unternehmen immer entscheiden, ob ich einen bestimmten Betriebsteil outsource. Aber das Gericht prüft natürlich dann alle anderen gesetzlichen Voraussetzungen, die auch vorliegen müssen. Zum Beispiel bei einem Auftragsrückgang kann ich als Arbeitgeber nicht nur sagen, es gehen jetzt meine Aufträge zurück, sondern ich muss konkret darlegen,
dass durch ein bestimmtes Ereignis meine Aufträge oder die Zahlen zurückgehen, in welchem Umfang die Zahlen zurückgehen, dass der Auftragsrückgang sich konkret auf bestimmte Arbeitsplätze auswirkt. Also da ist schon einiges auch an Nachweisen gefordert, die dann diese unternehmerische Entscheidung herbeiführen. Weiterer Punkt bei einer betriebsbedingten Kündigung wichtig zu prüfen für den jeweils einzelnen Arbeitnehmer, der entlassen werden soll, ist die Frage einer Weiterbeschäftigungsmöglichkeit. Also hier seht ihr, spielt auch wieder rein die Ultima Ratio. Bevor ich alle entlasse oder einen Teil entlasse, muss ich immer noch schauen, kann ich diese Leute woanders weiterbeschäftigen? Komme ich zu dem Schluss, ich kann 10 von den Mitarbeitern, von den 20, die ich entlassen möchte, woanders weiter beschäftigen, ist an der Stelle ist zu Ende und ich muss sie woanders weiter beschäftigen. Gegebenenfalls hilft mir da auch eine Versetzungsklausel, die ich im Vertrag dann drin habe, aber das ist eine andere Baustelle. Dann komme ich aber zu dem Schluss, ich kann die kann 10 nicht weiter beschäftigen, dann bin ich immer noch nicht zu Ende, sondern dann muss ich eine sogenannte Sozialauswahl durchführen. Habt ihr bestimmt auch schon gehört. Was heißt nun Sozialauswahl? Das bedeutet, dass ich schaue, welcher meiner Arbeitnehmer ist besonders sozial schützenswert. Und das geht dann auch wieder nach festgelegten Kriterien. Je länger man dabei ist, umso mehr Punkte sammelt man in diesem System. Hat man Unterhaltsverpflichtungen, gibt es auch mehr Punkte. Ist man jung und ungebunden und hat keine Kinder, dann bekommt man natürlich nicht so viele Punkte, so dass am Schluss einfach geschaut wird, mit Arbeitnehmern, die aufgrund dessen mit einer hohen Punktzahl sozial schützenswert sind, die muss man behalten und dann die anderen, die können dann gekündigt werden. Natürlich spielt da auch nochmal eine Rolle, habe ich ein besonderes Merkmal, Schwerbehinderte zum Beispiel sind dann nochmal besonders genießen nochmal einen besonderen Schutz. Jetzt sind wir dabei angelangt, nach all dem, was ich erläutert habe. Nehmen wir mal an, jetzt liegt auch eine Kündigung vor. Was mache ich denn jetzt? Jetzt kommen wir zu der nächsten Frist, die ganz wichtig ist, wenn man sich dagegen wehren möchte, und das empfehlen wir natürlich immer hier als Anwälte, dann muss ich innerhalb von 3 Wochen eine sogenannte Kündigungsschutzklage erheben. Verpasst man diese Frist, ist es fast unmöglich, hier wieder in ein gerichtliches Verfahren zu kommen. Das würde nur gehen, wenn ich klar machen kann, glaubhaft versichern kann, dass ich diese Frist ohne Verschulden irgendwie versäumt habe. Also deswegen, das ist, ich würde fast sagen, fast tödlich, wenn man diese Frist verpasst. Wie geht es dann weiter? Ich muss mich zum Beispiel, also ich suche mal einen Anwalt, idealerweise. Wobei ich fairerweise sagen muss, vor dem Arbeitsgericht in der ersten Instanz herrscht kein Anwaltszwang. Aber immer empfohlen, sich dennoch einen Anwalt dazu zu holen, auch eben um rechtliche Dinge dann auch nochmal in dem Termin erläutern zu können. Dann ist die Besonderheit im Arbeitsgerichtsprozess, dass es als erstes erstmal einen sogenannten Gütetermin gibt. In diesem Gütetermin wird noch gar nicht großartig rechts und links zur Sache rechtlich geprüft. Da sagt der Arbeitsrichter so ein bisschen, wie er das so sieht, wie er die Chancen ansieht. Und dann ein Hauptsatz, den man immer hört, ist dann, was haben Sie denn mitgebracht? Also wird man als Arbeitgeber aufgefordert, irgendwie zu sagen, wie leg irgendeine Zahl auf den Tisch, die du bereit bist, für die Beendigung dieses Arbeitsverhältnisses zu zahlen. Selbst wenn so eine Kündigung vielleicht gerechtfertigt ist, enden viele, viele Prozesse schon im Gütetermin. Jetzt fragt ihr euch natürlich, aber wenn ich doch weiß, dass ich recht habe, warum soll ich denn eine Kündigung, warum soll ich mich denn jetzt hier einigen? Der Grund ist, weil auch Arbeitsgerichtsprozesse lange dauern, es nie die hundertprozentige Sicherheit gibt, dass eine Kündigung für wirksam erklärt wird. Und ist sie unwirksam, dann kann es sein, ich habe ein Jahr einen Arbeitsprozess geführt und muss rückwirkend für ein Jahr Arbeitsgehalt nachzahlen. Also deswegen ist es einfach so eine Risikoabwägung, lieber ein schnelles Ende, als einen langwierigen Prozess mit möglicherweise ungewissem Ausgang.
Kommt man im Gütetermin zu keiner Einigung, dann gibt es den Kammertermin. Man kann sich aber, das muss ich auch nochmal sagen, an jeder Stelle eines Gerichtsverfahrens natürlich immer vergleichsweise einigen. Das ist auch in einem Kammertermin durchaus noch möglich. Ein Verfahren will ich euch auch nicht verschweigen, das im Arbeitsrecht oftmals auch noch zum Tragen kommt, ist die sogenannte Mediation. Das ist ein außergerichtliches Verfahren zur Streitbeilegung, wo man mithilfe eines Mediators versucht, den Arbeitsrechtsstreit zu klären. Bietet sich immer dann an, wenn die Sachlage komplett verzwickt ist und man auch nicht möchte, dass bestimmte Streitigkeiten in die Öffentlichkeit gelangen. Ja, jetzt bin ich mit meinen Erläuterungen zur Kündigung und zu allem, was dazugehört, zu den rechtlichen Grundlagen am Ende angelegt. Ich hoffe, ihr habt ein paar wertvolle Informationen mitgenommen und verabschiede mich an der Stelle. Solltet ihr noch Fragen haben oder selber mal in einer solchen Situation sein, dass ihr da anwaltlichen Rat braucht, dann beraten wir euch natürlich gerne.